Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und Patch 8.2 steht vor der Tür, meine Boys. Am 26.06. ist es endlich soweit, die Tore nach Nasir Tower öffnen sich und anlässlich dessen möchte ich heute mal mit euch über die Items sprechen, in die ich für Patch 8.2 investiere. Keine Sorge, das wird kein Video, in dem ich euch jetzt generell runterbete, dass ihr in Romets investieren sollt. Ich glaube, das von einem neuen Content-Patch zu machen, ist mittlerweile vielen klar. Nein, ich will heute im Detail erzählen, in welche Mets ich genau investiere. Wie sieht's also bei den Kräutern aus? Worein investiere ich hier? Tatsächlich investiere ich, wenn es um Kräuter geht, hauptsächlich nur in Sirenenpollen und Flussknospen. Warum? Naja, einerseits, weil diese Mets mit Patch 8.2 für die neuen Tränke und Pots gebraucht werden, die sind da aber natürlich nicht die einzigen. Andererseits, und das ist wohl der wichtigere Grund, ich kenne mich in diesem Markt aus. Was heißt das? Naja, sagen wir mal so, komplett unabhängig von Patch 8.2 handle ich auch für mich selbst im Sirenenpollen- und Flussknospenmarkt. Das hilft mir im Prinzip, den richtigen Moment abzuwarten, in dem die Preise damit genau richtig sind, um sie entweder zu verkaufen oder, wie jetzt zu Patch 8.2, diese Materialien aufzukaufen. Das ist vielleicht sogar ein genereller Tipp, den ich euch mitgeben kann. Seid ihr euch bei einer Materialinvestition unsicher, weil ihr euch in dem Markt nicht auskennt, dann lasst lieber Vorsicht walten. Es könnte nämlich sonst schnell mal nach hinten losgehen. Versucht, bevor ihr große Investitionen für einen kommenden Content-Patch tätigt, erst einmal ein Gefühl für den Markt und seine Preise zu bekommen. Generell als grundlegende Faustregel kann ich jedem empfehlen, seinen Server mal auf theundermindjournal.com rauszusuchen, dann nach dem Material zu suchen und schließlich den historischen Preis zu vergleichen. Wie verhält sich der Preis? Bei welchem Wert hat er einen Tief- bzw. Hochpunkt? Alles Sachen, über die ihr euch vor einer Investition im Klaren sein solltet. Ich zum Beispiel kenne mich null mit dem Ankerkrautmarkt auf meinem Server aus. Ich habe keine Ahnung von den Preisen und weiß auch nicht genau, wie die sich mit der Ankunft von Patch 8.2 verhalten werden und genau deswegen halte ich mich zum Beispiel davon fern. Bei den Erzen machen wir es mal kurz und schmerzlos. Ich investiere hier vor allem in das Sturmsilbererz. Dieses Erz wird mit Patch 8.2 im Prinzip für alles gebraucht, was unter anderem der Schmied Neues herstellen kann und wird dementsprechend auch einen hohen Verbrauch, vor allem in der Anfangszeit des neuen Content-Patches haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nochmal ein Auge aufs Monolith-Erz werfen, wenn bei dem der Preis stimmt, könnt ihr auch ruhig ein wenig da rein investieren. Könnte preislich auch ein wenig mit Patch 8.2 anziehen. Leder und Stoffe fasse ich jetzt einfach mal zusammen, da ich tatsächlich in beide Sachen gar nicht investieren werde. Das liegt einerseits daran, dass ich glaube, dass vor allem beim Leder und dem ganzen Zeug drumherum der Preis gar nicht bzw. nur minimalst ansteigt und andererseits ich mich mit den Stoffen einfach nicht gut genug auskenne. Ich habe natürlich schon eine Übersicht darüber, was bei den Stoffen mit Patch 8.2 interessant werden könnte, aber solange die Preise im AH mich für eine Investition nicht so richtig aus den Socken hauen, lasse ich lieber meine Griffel davon. Wenn es ums Fleisch geht, werde ich für Patch 8.2 vor allem in fleischige Keulen und zähe Lenden investieren. Das hat den ganz einfachen Grund, dass beide Materialien neben den neuen Fischsorten für das neue Festmahl gebraucht werden. Dieses schimpft sich Famine Evaluator and Snack Table, kein Plan, ob ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe, und wird wohl das Go-To für alle Raider bzw. Raid-Gruppen sein. Ich denke, ihr könnt euch gut vorstellen, wie hoch deswegen der Bedarf an Kochmets, vor allem am Anfang von Patch 8.2 und dann noch mal beim Raid-Beginn sein wird. Beide Mets kosten außerdem nicht sehr viel und sind deswegen auf jeden Fall eine kleine Investition wert. So, und bei der Inschriftenkunde seid ihr gefragt. Denn, wie ihr vielleicht schon in diesem Video von mir mitbekommen habt, bin ich mal so wirklich überhaupt kein Experte, wenn es um das Thema Inschriftenkunde bzw. in diesem Fall wohl eher Tinten geht. Deswegen meine Frage an euch, lohnt sich eine Investition in Inschriftenkundematerialien? Worauf ist alles zu achten und vor allem, was denkt ihr, wäre ein guter Preis für die? Haut eure Meinung dazu jetzt einfach mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren.
Aber gut, das war's dann auch schon mit diesem Video. In was investiert ihr noch so alles? Und was sind eure Faustregeln, wenn es um Investitionen für Content-Patches geht? Wenn ihr Bock habt, haut auch gerne noch dazu was unten in die Comments. Für die neuen Zuschauer unter euch, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ihr dürft auch sehr gerne das Video bewerten. Folgt mir auch auf Social Media, vor allem auf twitch.tv/zetasgaming für Livestreams. Joint meiner WoW-Community und jetzt auch meinem Discord-Server. Links für das alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber am allerwichtigsten, Leute, wieder vielen Dank fürs Zusehen und noch viel Spaß beim Goldmachen. Tschüss und haut da rein.